Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Kommentieren Battle.net Matches. Wir haben diesmal wieder ein Human gegen Undead Matchup, also eins eher meiner schlechteren Sorte. Ja, er schreibt, hi, hab Spaß, viel Glück. Ich bin natürlich so nett und schreibe ja nichts zurück. Wie ihr seht, haben wir eine Map, die wir noch nicht bisher hatten. Diese Map wurde mit The Frozen Throne eingeführt und nennt sich Schildkrötenfels oder für die Englisch-Cracks unter euch Turtle Rock. Bemerkenswert zu dieser Karte ist... Entschuldigung, es ist 10 vor 12. Ach, ich bin müde, ich bin von der Arbeit gekommen. Da bin ich etwas platt, aber egal. Das soll euch nicht kümmern. Ich versuche jetzt hier Stimmung zu machen. Ich mache einfach das ganz normale Repertoire. Was zu bemerken ist, ist einmal diese Stelle. Ich ping die mal auf der... Kann ich überhaupt pingen? Nee, ich kann die gar nicht. Ist ja ein Replay. Also ist einmal diese Stelle hier und entsprechend diese Stelle hier. Denn dieser Ogre-Magier... Was geht's so? Genau, der diese Sprüche drauf hat. Der hat einen unzerstörbaren Wächterschutzzauber. Das heißt, wenn man den hier rauslockt und hier in dem offenen Feld hier umhaut, dann sieht man nämlich, wenn der Gegner hier oben lang geht oder entsprechend eben hier unten lang geht. Und wenn man dann in die Mitte noch einen oder hier so eine Farm oder so hinbauen würde, dann sieht man auf jeden Fall, wenn der Gegner... über die Karte geht, es sei denn, er rennt dann ganz hier außen rum. Hier unten rum, bei dem roten Creep-Spot vorbei und dann hier unten rum. Ihr seht jetzt auch für den Militia-Creep bei mir. Ganz normal Archmage-Build-Order, Altar, Farm, Kaserne, Farm, Farm und nebenbei immer noch ein paar Arbeiter bauen, wenn nicht gerade Hofmangel ist. Hier oben, er spielt die Fiend-Taktik, das heißt Altar, Ziggurat, Gruft, Altar, Friedhof, Ziggurat, Grab mal der Relikte Ziggurat, ich glaube so ist die Build-Order dafür. Auf jeden Fall muss der Friedhof dann sehr früh kommen, dadurch kommt der Held dann später und daraus kann ich natürlich hier unten in Ruhe creepen gehen. Also das ist jetzt also nichts Ungewöhnliches, wenn man sagt, oh, hier passiert gar nichts, wieso kommt der nicht? Es kann durchaus sein, dass der Todesritter eben mit dieser Fiend-Taktik ist. Und dann dauert das alles etwas länger, bis der Held auftaucht. Der ist nämlich jetzt erst aus dem Altar gesprungen. Da gibt es natürlich den Todesmantel, was sonst? Okay, ich werde jetzt angerufen. So, nach der kurzen Unterbrechung, also für euch eigentlich keine Unterbrechung, geht's hier los, oder geht's ja nicht los, geht's hier weiter. Ich habe jetzt hier in dem Augenblick schon zwei Spots fertig, während der Untote gerade erst mit dem ersten anfängt. Hier ist es durchaus normal, dass der Todesritter am Anfang die Schüsse der Gegner auf die Creeps auf sich zieht, um Schaden von den Fiends abzuwenden. Boah, ich habe hier irgendwo ein Haar hängen. Moment. So, jetzt ist weg. Headset richten mit der Brille. So. Was muss man sagen? Also ich persönlich halte die Art und Weise, wie er hier mit dem Death Knight spielt, für falsch. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, ich bin eben kein Undead-Experte. Ich kenne mich mit den Untoten nicht wirklich aus. Aber was ich nur weiß, ist, dass man mit dem Todesritter halt immer um den Erzmagier rumlaufen muss, der jetzt hier schon übrigens fast Level 3 erreicht hat, und ihn vom Creepen abhalten muss. Und dann könnte man parallel mit den Fiends creepen, wenn man eben dieses Multitasking hat, was ja nicht unbedingt jeder hat. So, ein Wasserelementargeist musste ich hier beschwören. Level 3 kriege ich, glaube ich, noch voll. Ah, jetzt seht ihr das hier mal. Moment. Na, Level 3 kriege ich doch nicht voll. Ja, er creept jetzt hier diesen Spot mal. Den kann man auch als Mensch mit 4 Soldaten und einem Haufen Miliz creepen. Aber da braucht man so viel Miliz,
dass sich der Tech des Haupthauses etwas deutlich verzögert, sondern heftig verzögert. Und das muss man doch gegen Untote möglichst vermeiden, in einen großen Tech-Rückstand zu kommen. Ich habe jetzt hier einen leichten Vorsprung. Hier seht ihr diesen Beobachterinnen-Schutz. Mal gucken, was er hier für ein Folion findet. Der Beweglichkeit. Okay. Ich mache mich jetzt meinerseits auf den Weg. Da hier. Hier kommt das mit dem Miliz. Der Militia Creep. Bom bom. Bom bom. Burro. Rum, bom bom. Ja, ich muss jetzt hier. Ich will jetzt hier den Ogermagier rausziehen. Damit ich eben hier draußen den Beobachterin-Schutz habe, so ungefähr wie er hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt ausgeht. Ich habe das Match ist schon relativ alt. Das ist, glaube ich, um die Zeit um die Gamescom rum entstanden. Ich glaube, das war noch, als der Paddy bei mir war. So, was gibt's denn hier Feines? Teil des meines Ausweichens. So, wir können jetzt mal eben gucken, wie das hier. Also bis hierhin sehe ich jetzt alles. So. Achso, ich laufe jetzt weiter. Ich dachte, ich laufe jetzt zurück. Egal. Unsere Streitkräfte werden. Ja, was kann ich jetzt sonst erzählen? Das Match an sich kann man jetzt in der Phase des Spiels noch nicht viel sagen. Er macht jetzt den üblichen T2-Push. Der eigentlich kommt, damit er in Ruhe hier weiter techen kann, damit er dann auf seine Zerstörer gehen kann. Aber er techt einfach nicht weiter. Ich kann ja mal gucken, woran das liegt, gegebenenfalls. Ah, okay. Er hat wohl am Holz gelegen, dass er jetzt zusammen hat. Jetzt ist auch der Mountain King aus dem Altar gehüpft bei mir. der Lich müsste bei ihm auch gleich aus dem Altar hüpfen. Ja, ziemlich genau jetzt. Jetzt müsste er gleich eigentlich auch anfangen. Ah, er bereitet erst noch die, das vom Supply hervor, dass er jetzt gleich Obsidian-Statuen fleißig spielen kann. Bevor er dann, seinen Zerstörer macht. Das sieht man gerne, das ist dann so die Vorbereitung auf das große Anwerfen der Pumpe, dass man ausreichend Höfe baut, dass man direkt auf 80 Supply hochgehen kann. So, jetzt haben wir hier ein kleines Aufeinandertreffen. Der Stormbolt kommt. Nicht? Kommt er? Mach jetzt Stormbolt! So! Auf eine Fiend hier natürlich sofort drauf. Die hat mittlere Rüstung, also kriegt sie durch die Footies hier erhöhten Schaden. Ich habe jetzt hier auch Verteidigung bei den Footies erforscht. Das heißt, Stichschaden wird hier auch teilweise zurückgeworfen. Oh, hier ein schöner Stormbolt! Da haben wir natürlich eine Keule hinterher, das heißt, die Fiend ist erstmal wieder geheilt. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier mal einen kleinen Go mal anzutesten, mal ein bisschen zu drücken, um mal so anzutesten, wie tief ich denn bei dem Untoten reinkomme. Oder ich habe es auch nicht getestet. Gut, dann habe ich es nicht getestet. Jetzt kommen hier die ersten Zauberbrecher und ein paar Höfe brauche ich auch. Da brauche ich direkt gleich zwei. So, und stirbt er? Ne, den habe ich selbst getötet, um die Erfahrungspunkte für den Untoten zu verweigern. So, Stormbolt hier auf diese Fiend drauf. Er hat noch Keul für eine Keul. So rum ist richtig. Zwei Fiends jetzt hier schon angeschlagen, deshalb muss er sich dafür eine entscheiden. Hier kommt der Todesritter. Zwar viel, glaube ich, noch weg, kriegt aber ordentlich noch was ins Gesicht. Der erste Zauberbrecher ist jetzt da, der zweite kommt jetzt auch gleich. Hier wird jetzt der Death Knight ins Focus Fire genommen. Hat nur noch 148 Hitpoints. Ich ziehe mich aber doch wieder zurück. Ja. Hier kommen jetzt erstmal weiter. Die Zauberbrecher werden jetzt hier von mir fleißig gebaut. Ich glaube, ich gehe nachher sogar noch diesen Spot hier machen. Und ich glaube sogar den hier, um mal schon etwas vorwegzunehmen. So, jetzt sehe ich gleich hier, dass da gecreept ist. Und tja. Dachte ich mir, fuck, jetzt hat er mich gesehen. Fuck. Jetzt habe ich hier viele Arbeiter markiert. 4, 5 Stück. Achso, ja, da mache ich mich jetzt auf den Weg hier, die Mine frei zu machen. Da müssten die jetzt gleich rüberkommen. Ich rieche Magie in der Luft. Wieder zwei Zauberbrecher fertig. Zwei neue Höfe werden gebaut. Okay, ich creep doch nicht. Ja, er geht jetzt natürlich gucken, wo ich, weil ich mich hier gezeigt habe.
guckt jetzt natürlich, wo ich bin, ob ich hier die Mine gecreept habe oder nicht. Oder ob ich vielleicht sogar gerade am Creepen bin, um dann einen Creepjack anzusetzen. Und dann natürlich mit Nova Coil hat er denn schon... nein, hat er noch nicht. Verderbniskugel. Hat aber schon T3 fertig. Das erste Schlachthaus ist gleich fertig. Das zweite steht auch kurz vor der Vollendung. Und ich entscheide mich jetzt hier eben für einen, wieder einen kleinen Push. Jetzt will jetzt hier die, den Shop, das Grabmal der Relikte zerstören. Denn, mit der Zerstörung des Grabmals der Relikte... Oh, Entschuldigung. Nehme ich in die Möglichkeit, das Destroyer-Upgrade zu erforschen. So, jetzt gehe ich hier Focus Fire sofort auf den Deathhand. Hier sofort die Zauberbrecher, nehme ihn ins Focus Fire, um ihn das Mana abzuziehen. Stormball auch noch gesetzt. 40 HP und der fällt in dem Augenblick. Der Lich King hat war vom Shop anvisiert worden und hat auch das die Push, Healing Potion gekauft. Stormball jetzt hier wieder auf den Lich King, der fällt natürlich auch sofort. Also haben wir jetzt hier eine Situation. Der Mensch kämpft in der Untotenbasis, was sehr, 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 sehr unangenehm ist. Aber der Untote besteht im Kampf natürlich in seiner eigenen Basis durch die Regenerationsrate der Verseuchung. Level up jetzt hier auch für den Mountain King. Ich glaube, ich habe jetzt Heap. Habe ich Heap? Oder Clap? Also diesen Donnerschlag. Natürlich jetzt auch hier eine Monstrosität am Start, die mit ihrem normalen Schaden ordentlich auf die Zauberbrecher draufkloppen kann. Hab jetzt auch einen Priester mit dabei, zweiter Priester ist unterwegs, das heißt etwas Heilung ist jetzt auch mit dabei. Ein paar Gude kann ich hier auch noch umhauen, 27,50 gegen 39,66. Also es ist sehr schwierig, vor allen Dingen auch hier aufgrund dieser des Nerubenturms, der gleich fertige Geisterturm und der schwarzen Zitadelle, ist es sehr, sehr unangenehm, in einer Untotenbasis zu kämpfen. Deshalb sehe ich es eigentlich auch lieber vor, den Untoten irgendwo draußen auf dem Feld zu schlagen. Und nur ungern in seiner eigenen Basis. Weil wenn mit diesen drei Dingern, also so zwei Abwehrtürmen und dem der schwarzen Zitadelle, ist es schwierig, so eine Basis zu knacken. Ohne zu viel zu verlieren oder sogar alles zu verlieren. Das ist mir nämlich auch schon einige Male passiert, dass ich den Gegner schon geschlagen habe und dann mich zu weit in die Basis reingewagt habe. Und dann am Ende dann doch noch verloren habe. Das sind dann so Momente, wo ich denke, so, jetzt schmeißt du gleich deinen kompletten Rechner aus dem Fenster raus. Aus dem geschlossenen Fenster. Ja. Aber, pff, was willst du machen? Da bist du nur am Lure. Genau, was ich auch noch sagen will, ist, wenn ihr Warcraft 3 spielt, achtet darauf, dass die Formationsbewegung ausgeschaltet ist. Denn wenn ihr die Formationsbewegung anhabt, dann bewegt sich die schnellste Einheit, in dem Falle der Erzmagier, genauso schnell wie die langsamste Einheit. Also laufen sie alle im Gleichschritt mit dem Bergkönig. Und das ist dann besonders tragische Knochenglocke der Geißel. Bringt was für Nahkampfeinheiten. Die Vampiraura ist das. Die erzeugt pro Schlag, dass man ungefähr 5 HP wieder zurückkriegt. Die Spellbreaker gilt, für die Spellbreaker gilt das nicht, weil die halt keine Fernkämpfer, weil die kein Nahkämpfer sind, sondern Fernkämpfer. Schmiede habe ich jetzt hier auch gleich fertig, das heißt, ich werde gleich anfangen mit den Scharfschützen. Ja, die Echse habe ich jetzt freigecreept, werde die jetzt auch gleich hoffentlich besetzen. Nein. Ich mache noch keine Anstalten. Fangen jetzt ja schon die erste Upgrades an. Die ersten zwei Rifler werden jetzt auch gebaut. Und ich mache jetzt, entscheide mich hier wieder für einen klitzekleinen Go. Ich übergebe immer gerne die Auren alles an die Fernkämpferhelden. Denn die stehen ja in der zweiten Reihe und wenn die dann weg sind, beispielsweise bei... Also ich übergebe die lieber an den Fernkämpferhelden, wenn der... Nahkämpferheld fällt, oh, Entschuldigung. Und dann beispielsweise die Vampiraura dabei hat, dann ist die Aura ja natürlich weg. Und wenn man die dann auf dem Fernkämpfer hat und der Nahkämpferheld stirbt, hat man die Wirkung der Aura immer noch. So, jetzt kommt hier der kleine Creepjack angesetzt hier von mir. Stormbolt auf den Death Knight, damit er nicht sofort den Lich heilt. Das klappt aber leider nur geringfügig. Ich dispelle hier die Frostrüstung weg. Um die Verlangsamung zu verhindern. Stormbolt hier erst Heap und dann Stormbolt auf den Death Knight. Und noch ein Clap hin, noch ein Heap hinterher. Der nimmt sofort die Healing Potion.
Erste Abomination fällt hier. Von mir ist, glaube ich, jetzt noch nicht so viel gefallen. Korrigiert mich bitte. So, jetzt fällt der erste Spellbreaker. Hier fällt jetzt gleich die zweite Monstrosität in dem Augenblick. Der zweite Spellbreaker von mir wird hier stark ins Focus Fire genommen. Hier noch einer. Zwei werden gleichzeitig ins Focus Fire genommen. Einer fällt in dem Augenblick. Hier gab es einen Clap auf die Monstrosität. Ein Stormbolt hinterher fällt natürlich dann auch. Hier kommt der erste Rifle. Die ersten zwei Rifle sind hier auch schon am Start. Hier wird der nächste Abo ins Focus Fire genommen. Ein Priester fällt hier bei mir. Die Priester heilen sich gegenseitig, anstatt die gegnerischen Einheiten zu heilen. Das kann man aber schlecht im Eifer des Gefechts kontrollieren. Hier wird die nächste Abo gekickt mit einem Stormbolt. Und jetzt entscheidet sich der Untote, sich herauszupollen. Wird er diese Einheit noch mitnehmen? Jawohl, er nimmt sie noch mit. Oh Gott. Konnte den Creepjack hier gut ansetzen. 49,66 gegen 41,70. Also er hat hier eigentlich sehr gut was verloren. Ich glaube zwei oder drei oder sogar vier Monstrositäten konnte ich ihm umhauen. Extra habe ich mich noch nicht. Doch, jetzt laufen die Arbeiter los. Wie viel Holz habe ich eigentlich noch? Ah ja, okay. Ich entscheide mich jetzt hier, den nächsten Creepspot hier anzugehen, den roten Creepspot direkt neben ihm, um ihm ein gegebenenfalls brauchbares Item wegzunehmen. Die Rifler sind auch schon da. Baue ich schon neue? Nein. Ich habe mich eher für neue Spellbreaker entschieden. Ich weiß zwar dann auch nicht, warum ich dann die Upgrades mache für die Rifler-Man. Hier gibt es die Flöte der Genauigkeit. Das ist jetzt auch wieder so ein Item. Das nutzt nur den Fernkampfeinheit. Das ist die Volltreffer-Aura der Nachtelfen. Und jetzt machen meine Einheiten alle plus 2 bzw. plus 1 Schaden. Und das ist schon nicht ohne, würde ich mal so sagen. Echse jetzt hier im Bau. Schon zu einem Viertel fertig. Habe ich schon ein Gebäude-Upgrade? Nein, habe ich noch nicht. Holz wird jetzt gesammelt. So, hier creep ich jetzt den kleinen Spot weg. Das sind immerhin schon mal 14, 19, 24 Gold, die ich dazu kriege. Das ist schon nix. So, hier gibt es jetzt einen kleinen Push. Portle ich mich runter? Nein, ich entscheide mich dazu, mich zu laufen. Wenn sich ein Spieler dazu entscheiden sollte zu porteln, dann muss er erst, wenn er überlegt zu porteln, dann muss er überlegen, wenn ich jetzt laufe, das dauert ja dann naturgemäß auch etwas länger, verliere ich dann wichtige Einheiten oder Gebäude, wenn ich mich jetzt entscheide, langsamer zu laufen, also nicht so schnell sofort da zu sein. Auf der anderen Seite muss man auch überlegen, beim Teleport sind die Einheiten natürlich alle sehr stark zentriert. So, jetzt kommt, das kann dann unter Umständen für Flächenschaden, hier kommt es doch nicht zum Kampf, für Flächenschäden der Einheit Zauber, beispielsweise die Nova, ein Vorteil sein. Eine Nova ins Zentrum rein und schon sind alle Einheiten etwas verletzt. Hier zweites Angriffs-Upgrade für die Riflermen, jetzt hier auch im Bau. Aufgrund der mangelnden Holzarbeiter hier entscheide ich mich jetzt doch einige nachzubauen. Mache jetzt auch das erste Gebäude. Rüstungsupgrade hier für die Türmchen nachher. Wird jetzt hier auch schön ausgebaut. Ja, der Untote creept seinerseits weiter. Level 4, Level 3 gegen Level 4 und Level 4. Ich entscheide mich, einen roten Spot zu creepen, aber ich glaube auch, der Untote hätte durchaus mit den Einheiten, die er hier hat, auch den roten Spot creepen können. 61,78 Supply bei mir gegen 55,70 bei Asskicker. Mir fällt gerade, ich habe den Namen noch gar nicht genannt. Asskicker ist der Gegenspieler hier von mir. Schöner Welle hier vom Creep durchklauen. Clown des Angriffs plus 12. Ordentlich, nicht schlecht. Macht jetzt plus 15 Schaden der Bergkönig. Eine Rune der Heilung. Praktisch hier, wenn man das gerade gecreept hat. Einmal heilen alle bitte. Dankeschön. Die Goldmine ist fast erschöpft. Ich habe jetzt den Vorteil natürlich, ich habe schon die nächste Mine besetzt. Auch nur, wenn sie sehr, sehr dürftig gegen Angriffe geschützt ist. Was habe ich jetzt da abgelegt? Den Reif des Adels habe ich abgelegt. Gut. Was kann ich sagen? 200 Upgrades hier für die Rifler.
Ein arkanes Sanktum habe ich noch, baue ich mal. Zweite Rüstungsupgrade wird jetzt gerade in Auftrag gegeben. Mehr Türme werde ich baue ich, ja. Also ich habe gelernt, man braucht sehr viele Türme gegen Untote, um überhaupt die Möglichkeit haben zu bestehen. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ach, Türme braucht man nicht. So, jetzt haben wir hier den Firelord. Also versucht er jetzt mit vielen Einheiten mich zu drücken. Priester habe ich auch schon auf Stufe 1, jawohl. Siehst du, das jetzt hat er sich nämlich hinten in die Einheiten hier reingeportelt und ich musste dann mich schnell rausporteln, um meine Rifleman zu retten. Und jetzt stelle ich fest, ach Gottchen, ich habe ja hier gar keinen Shop mehr. Den hat er mir kaputt gemacht. Der Sack. Der alte Sack. Und jetzt baue ich dann hier die den Shop nach, habe jetzt hier gleich auch schon ein paar Türmchen fertig. Worüber er sich dann nicht freuen wird, die zu sehen. Kommt jetzt hier oben hin und denkt, oh, hat er ja schon gemacht. So, was hat er denn hier für Items gefunden? Eine plus 6 und eine plus 9er Claw. Ich weiß gar nicht, was passiert denn jetzt überhaupt? Das ist schon, wie gesagt, so lange her. Also, ich habe jetzt Level 5 und Level 4 gegen Level 4, Level 3 und Level 1. Gut, dadurch, das ist ja hier eine beschworene Einheit, dadurch kann man die mit dem Entzaubern oder... Ja, Entzaubern der Priester auflösen, Schaden zufügen. Ich glaube, jetzt kommt es hier gleich zu einem kleinen Fight, genau. Jetzt kommt der kleine Fight, wo es doch erst relativ schlecht für mich aussieht. So, jetzt hier Focus Fire auf den... auf den Death Knight. Der muss hier meiner Meinung nach sofort weg, weil er ist eben der Schlüssel der Untotenarmee. Mit seinem Coil kann er sehr viel heilen. Fällt jetzt hier und auch kurze Zeit später fällt hier mein Mountain King. Hier wird alles jetzt ins Focus Fire genommen. Die Abos haben natürlich hier den Vorteil, dass sie in den Rifleman drin stehen. Ich versuche jetzt hier hinten in den Fiends irgendwas zu machen, habe die Priester dabei, hat aber noch nicht wirklich was dispelled, glaube ich, in dem Augenblick. Auch wenn ich jetzt hier die erste Fiend fällt, zwei sind, haben sich eingegraben, da habe ich gerade ein Dispel gemacht. Der Lich hat inzwischen Level 4 erreicht, der Feuerlord Level 2, mein Mountain King wird inzwischen wiederbelebt. Ich habe gerade den Feuerlord getötet und doch, jetzt gewinnen allmählich die Abos doch die Überhand, muss ich doch sagen. Ich habe jetzt nur noch vier paar Priester und ein paar Riflermen. Spellbreaker werden schon wieder nachproduziert. Wir können mal Supply vergleichen. 54,70 gegen 53,78, also ausgeglichener Supply, und das ist in der Regel auch ein Vorteil für den Untoten. So, nächstes Wasser, der Metagas Stufe 3 beschworen. Priester in der ersten Reihe ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Da sieht man das auch mit der Nova, schöner Fortschaden hier reingesetzt, hat drei gleich mitgetroffen. Aber jetzt hat er sich doch vielleicht etwas zu weit hier in die Basis reingewagt. Nächster Priester gefallen, nächste Abonation, erste Abonation fällt, ein Spellbreaker fällt. Jetzt fällt aber auch gleich im gleichen Zug wieder ein Abonation. Nächstes Wasser, Elementargeist wird beschworen, Mountain King zum Held zur Hälfte wieder da. Spellbreaker, nächster ist da, Rifler jetzt auch gleich wieder, Archmage jetzt Level 6, hat jetzt sein Ultimate Mass Teleport, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Um sich über die ganze Karte zu teleportieren, zu irgendeiner freundlichen, eigenen, verbündeten Einheit. Hier hat er eine Obsidian-Statue vergessen und die habe ich ihm jetzt einfach mal zerlegt. Ja, tut mir leid, wenn ich hier mich beim Shoutcast, nenne ich das mal in Anführungszeichen, etwas verhasple, wenn mir manche Begriffe gerade nicht einfallen oder ich einfach zu wenig sehe. Ich war eben nie professionell Schaukasse. So, jetzt sieht er hier meine Echse. Was für ihn jetzt sehr ärgerlich ist, denn er hat auch eine. Aber die habe ich ihm jetzt, die habe ich jetzt entdeckt. Er hat noch 148 Gold und ich habe noch 314 und eine laufende Echse. Geht jetzt auch auf Tech 3 sogar. Ich weiß gar nicht, was ich vorhatte. Creep jetzt hier weiter, um ihm natürlich auch die Möglichkeit zu nehmen, noch irgendwie an Gold zu kommen. Ich wollte ihn nämlich zwingen, dann, wenn er Gold haben will, dann muss er verkaufen, seine Gebäude wegschicken. Ich habe auch, meine ich, das Ultimate eigentlich geskillt. Ich weiß gar nicht, ob ich das einsetze. So. Die Echse gehe ich jetzt an. Ich sehe jetzt, dass natürlich, dass er da ist. Und stelle mich jetzt auch der Konfrontation. Das ist jetzt auch der letzte Kampf in dem Video. Entschuldigung. So. Zack, die Fiend fällt sofort bei 59 maximal Schaden. Jetzt wird hier wieder der
Death Knight ins Focus Fire genommen mit den mit der Mana-Abzieherei von den Spellbreakern, ist das natürlich sehr praktisch. So, jetzt fällt hier auch noch ein Spellbreaker, der Lich King, Level 5. Wir gingen mit einem Level 4 Death Knight. Wird er das Teleporter noch ziehen? Wird das Teleport ziehen? Ich glaube ja, er hält aber vorher nochmal den Lich, der hier von den Spellbreaker weiter ins Focus Fire genommen wird. Stormbolt hinterhergeworfen und der fällt in dem Augenblick, der Lich fällt in dem Augenblick, das wird's gewesen sein. Jawohl, jetzt fällt auch doch der Death Knight Level 5 jetzt hier für den Mountain King, Level 6 Archmage. Human still Toolball, good game, was ich natürlich vehement bestreite, dass die Humans zu kräftig für Untote sind. Er hat sich einfach meiner Meinung nach zu ungeschickt angestellt. Und ich habe nach 25 Minuten und 16 Sekunden gewonnen. Gut. Was bleibt mir noch zu sagen? Was ich als nächstes für ein Match zeige. Mal gucken. Ja, ich glaube, er hat auch seinen Firelord gar nicht mehr wiederbelebt. Ja. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.